Der Fall Franz Beckenbauer kommt zur Anklage. Die FIFA-Ethikkommission hat ihre Ermittlungen gegen den 70-Jährigen beendet und die Ergebnisse der rechtsprechenden Kammer vorgelegt. Darin geht es um seine Rolle bei der Vergabe der WM-Endrunden 2018 an Russland und 2022 an Katar. Hintergrund ist eine Reise Beckenbauers nach Katar im Oktober 2009. Also wenn es um Korruption geht, dann kann ich nichts dazu beitragen, weil ich nie in der Situation war, dass jemand auf mich zugekommen ist, um mich zu überzeugen, in irgendeiner Art und Weise für Katar zu stimmen. Bereits im Sommer 2014 wurde Beckenbauer vom Weltverband für 90 Tage gesperrt. Damals wollte er zunächst nicht über die umstrittenen Vergaben im Dezember 2010 aussagen. Ich habe die Frage Bögen habe ich bekommen, allerdings auf Englisch, und da ist mein Englisch nicht gut genug, um diese juristischen Fragen zu beantworten. Ich habe daraufhin gebeten, das mir auf Deutsch zu übersetzen. Das hat man mir nicht getan. Da habe ich gesagt, gut, dann macht's eure Beantwortung selbst, und seitdem habe ich nichts mehr getan. Eine Sperre wie in den Fällen von Sepp Blatter und Michel Platini scheint die Ermittlungskammer aber nicht für nötig zu halten. Stattdessen droht dem Ehrenpräsidenten des FC Bayern eine Geldstrafe. Doch das letzte Wort hat nun der Richter.